Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollten hier ein kleines Gehege bauen. Ein kleines Rattengehege. Was ist denn, wer ist denn hier unglücklich? Wer ist denn das? Ach, hier der Baum. Warum? Das Wasser ist für mich zu tief. Na, dann musst du da weg. Okay. Da geht es auch. Irgendein Bäumchen nicht gut. Da. Der Boden ist mir aber zu weich. Was hättest du denn gerne? 60 bis 80. Oh, das ist aber da. So. Okay. Oh, der hat jetzt zu harten Boden, ne? Bitte einen weicheren Boden. 25, 50. Genau. So. Okay. Nicht schon wieder hier hinten im Eck rumstehen, liebe Pandas, und dann draufgehen. Ich weiß nämlich nicht, was ich da noch ändern soll. Am Bambusknabber. Man könnte dann ja eigentlich jetzt nochmal tatsächlich nochmal eine Futterstelle machen. Da hinten vielleicht, obwohl. Ich weiß gar nicht, ob der Pfleger bis dahin geht. Wir versuchen das mal. Wir stellen einfach mal hier hinten noch ein bisschen Bambus hin. So. Was ist hier los? Das Wetter. Mhm. Hier würde ich auch gerne nochmal Fisch irgendwie mehr deponieren. Eigentlich hier hinten wäre ganz nett gewesen. Aber ich glaube, da kommt auch die Pfleger gar nicht hin, oder? Schwimmen die einfach durchs Wasser. Wir können da ja nochmal ein Tor hin machen. Und hier einfach einen Fischdingensen, genau. Okay. Scheint jetzt ja alles in Ordnung zu sein. Dann gehen wir jetzt doch mal hierher und kümmern uns mal darum, dass wir hier die Ratten untergebracht kriegen. Hier will ich mit dem Weg dann weiter. Und ich würde das nächste Gehege dann hier eigentlich fast direkt angrenzen lassen. Vielleicht eine Baumreihe und dann das Gehege, das nächste schon dahin. So, was machen wir für einen Zaun bei den Ratten? Nehmen wir den hier, oder? Der ist süß. Der gefällt mir. Halt mal, wir können da mit dem Weg ja schon weitergehen. Gut, und dann nehmen wir den Zaun. So. Okay, was brauchen die denn so? Wir schauen mal. Was braucht ihr so? Flachland, minimale Herdengröße, 3 Tiere. Okay. Haben wir. So, was braucht ihr denn jetzt? Dann erzählt doch mal. Nix. Das ist, okay. Das ist praktisch, wenn die so gar nichts brauchen. Also auf jeden Fall braucht ihr mal Wasser. Und ein Tor für den Pfleger. Das machen wir. Wo ist denn der nächste Pfleger? Der steht da irgendwo. Wir könnten auch hier eigentlich nochmal eine Reihe Pfleger und sowas hinmachen. Obwohl, hier steht auch einer, ne? Ja, aber der kommt nicht ganz zu den Ratten an. Okay. Ja, die sind also sehr zufrieden. Die brauchen gar nichts. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall mal so ein paar Sachen hier, ein bisschen Deko. Was brauchen die denn zu fressen? Was fressen denn jetzt, was haben die an Futter? Verdorbenes.
Ah ja. Haben wir Verdorbenes irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Meeresfrüchte. Sowas. Komm, wir stellen hier mein Trainingsgerät rein. Und dann noch eine kleine Höhle, wo sie sich drinnen verstecken können. Hier sowas. Fände ich ganz nett. Vielleicht noch so ein Ding. Ui, die ist ja riesig. Ich glaube, was ist denn das hier? Ein Bodennest? Okay. Ein Erdloch. Na, das können wir doch den Ratten auch noch geben. Ja, und dann kriegen sie noch ein bisschen was an Grünzeug. Was nehmen wir denn da? Irgendwas, was auch als Grünfutter dient. Bambuspflanze. Aha, guck du mal. Ist das denn auch eine Futterpflanze? 25 bis 50. Ich weiß nicht, was wir hier an Boden haben. Das war Lehm, ne? 40. Na also. Bambus. Bambuspflanze, Bambus. Okay. Das scheint dann als Futterpflanze tatsächlich auch zu dienen. Dann stellen wir doch hier überall mal Bambus rein. So. Gerne wäre ich wieder in den Bergen. Okay. Aber sonst scheint es denen ja ganz gut zu gehen, obwohl hier kein Pfleger ankommt, habe ich so das Gefühl. Wo ist denn der Pfleger hin? Hey, Herr, von und zu, gehst du mal hierher und füllst da mal bitte auf. Das geht so nicht. Vielleicht sollten wir hier einen Brunnen mal wegnehmen und dann noch einen Pfleger hinstellen. So, Tierpfleger brauchen wir ja wirklich sehr, sehr viel. Okay. Bäume. Was können wir denn hier nehmen? Irgendwas, Früchte, irgendwie sowas, genau. Grünfutter wäre auch noch okay. Früchte. Nee, es ist alles Früchte. Ich hätte gern Grünfutter. Blautanne. Das könnte Grünfutter sein, genau. Kann man den nicht drehen? Nein. Schade. So, was hast du denn? Der Boden ist mir aber zu weich. 40 bis 60, da können wir Erde nehmen. Und ihr? Kalt und auch Erde. Kalt. Da können wir dann meinen Heizer reinstellen. Ich denke, das wird die Ratten nicht wirklich stören. Wo sind die denn überhaupt? Hallo? Seid ihr noch da? Oder seid ihr schon alle weg? Gut, was können wir noch reinstellen an Grünfutter? Grünfutter, Nektar. Nektar. Ba Buchsbaum ist auch Grünfutter. So ist das doch ganz nett. 25 bis 60. Na, der ist ja auch von der Dings ganz pflegeleicht. Wo sind denn die Ratten? Hallo? Ratte. Ach, wenn ich. Wie heißen die denn? Ratte. Warum haben wir keine Ratte? Hä? Warum werden die nicht aufgeführt? Rehkönig, nein, das ist doch.
Nein, nein, da ist alles gut. Die müssten hier irgendwo sein. Die Ratten. Gibt's doch nicht. Hallo? Riesenpanda. Reh? Reh. Terrier. Hauskatze. Wo bitte sind die Ratten hin? Ich hatte doch Ratten gekauft. 3 Stück. Nee, sind unter nichts. Das verstehe jetzt, wer will. Denn da sind sie ja nun auch nicht, dass sie irgendwie. Gratulation. Ich mach das mal alles weg hier. Pre-11. Bengalischer Tiger, gute Nachricht, Gratulation. Eisbär ist trächtig. Das gibt's doch nicht. Wo bitte sind meine Ratten hin? Das ist ja nun ein Ding. Kaiserpinguin ist ausgeschlüpft. Krake. Okay, ja, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Der Königspinguin. Das ist ja schon ewig alt hier. Alles irgendwie. Ich meine, Siege ist trächtig. Juhu. Da ist nichts von Ratten. Was habe ich denn da gemacht? Hab ich das wieder rückgängig gemacht, den Kauf? In irgendeiner Form? Aber es waren doch 3 Stück da, oder sind die ausgebrochen? Aber würden die da nicht irgendwo frei rumrennen und hätte ich da nicht eine Nachricht gekriegt, dass Ratte so und so ausgebrochen ist? Weil dass die mal ausbrechen können, das kann durchaus vorkommen. Also zumindest war das bei der Horse Edition so. Da ist nix, ne? Also. Ich sehe nichts so von wegen, ja, deine Ratten sind irgendwie tot oder. Der Tod geht ja nicht, da würden da ja der Dings sein, der Grabstein. Und ich hatte auch nichts gesehen. Irgendwer droht an Erschöpfung zu sterben, ich glaube, das hatte ich aber schon behoben. Riesenpanda bekommt, Junge, juhu. Ja, Schwertwal droht zu verhungern. Da müssen wir auch gleich mal nachgucken. Das ist ja ewig viel hier. Das kann doch gar nicht sein. Da ist nichts mit Ratten. Keine Ahnung, wo die hin sind. Also wirklich weiß ich nicht. Jetzt mal gucken. Wildkaninchen, Hilfe, ich verdurste. Ja, warum ist denn da kein Wasser? Wo ist denn da schon wieder? Warum ist da kein Pfleger? Versuch's mal da hinten. Nein, auch nicht. Ich mach da einfach noch mal ein Wasser hin, aber. Nicht da wieder hinhoppeln. Guck mal, da ist Wasser.
Zu wenig Platz. Die Wildkaninchen. Dann würde ich doch einfach mal alle Jungtiere wieder von denen verkaufen. Und noch ein paar mehr. Es sind echt extrem viele wieder. Okay. Und dann gucken wir hier mal, was wir da so haben. Hauskatze. Da müssen wir mal gucken, wie das ist mit Fleisch. Das. Oh Gott, das sind ja auch so viele. Da verkaufen wir auch mal alle Jungtiere. Nein, nicht Waschbär. Hauskatze. Da. Gut, alle weg. Und was bist du noch? Eine Karthäuser. Auch alle Jungtiere mal weg. Und dann tun wir auch die Großen hier mal ein paar verkaufen. Das sind schon auch extrem viele geworden. Das und das. Die kann auch noch verkauft werden. Gut, also ich glaube, so können wir das hier auch so ein bisschen im Überblick behalten, was da los ist. Ja, das Problem ist jetzt echt die Ratten. Na, wo sind denn die hin? Wir kaufen jetzt nochmal neue. Oh, hier können wir auch schon schön viele wieder verkaufen. Das ist toll. Da gibt es ordentlich Geld mit den Rochen. Ich würde nochmal nach den Pandan gucken. Die sind immer irgendwie so ein bisschen unglücklich. Berge, ja, aber Berge sind ja da jetzt. Genug zu fressen sollte jetzt auch überhaupt gar kein Problem mehr sein. Das ist Junge. Schön. So, aber wo sind meine Ratten hin? Das gibt's doch gar nicht. Also, ich habe jetzt Ratten gekauft. Zwei Mädels, ein Jungen. So wie vorhin auch schon. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich würde jetzt ja einfach mal die Nachrichten nochmal alle löschen. Alles gut. Ich glaube, bei den Pinguinen sollten wir bei Gelegenheit dann auch mal die Jungtiere verkaufen. Das sind zu viele. Hängebauschwein hat zu viele Artgenossen in der Nähe. Alle Jungtiere mal weg. Gut. Und schon passt die Sache hier wieder. Dich noch weg und dich noch weg und dann ist das erstmal okay. Der Dreck macht mich hier krank. Dreck? Ja, das stimmt. Da ist schon viel Dreck. Den packen wir mal weg hier. Also das ist Kacke. Das geht so nicht. Und alle stehen sie hier rum und machen nichts. Ich wollte eigentlich bei den Pinguinen verkaufen. Es sind Kaiserpinguine, glaube ich, ne? Mit K. Ja. Königspinguin, so alle Jungtiere mal weg. Gut. So, die Ratten sind jetzt aber noch da. Komisch, oder? Die hatten sich vorhin auch so überhaupt nicht beschwert gehabt. Aber nehmen hier schon ab, ne? Zufriedenheit 38%. Ich habe keine Ahnung, warum und wie ich die füttern soll, mit was, ne? Katzen, die werden wahrscheinlich sterben, weil sie nichts zum Füttern haben. Ja, da habe ich ja auch nichts. Ich meine, wo soll ich das hernehmen? Muschelbank? Ein Video. Das ist übel. Also die werden definitiv sterben. Deswegen verkaufen wir die mal. Und das geht so ruckzuck und ohne, dass man irgendwie eine Nachricht bekommt von denen. Also ich weiß nicht, inwieweit ich Verdorbenes. Wo kriege ich Verdorbenes her? Die kann ich ja gar nicht füttern, bin ich ja gar nicht in der Lage zu. Das finde ich ein bisschen schade.
Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich da eine Lösung für. Aber jetzt würde ich erstmal den Part beenden und im nächsten machen wir dann weiter. Also bis dann. Ciao, ciao.